Ah, ja. Ja, macht Sinn, ne? Ich habe mir das Mikrofon selber ausgeschaltet. Voll blöd. Gut, wir sind hier bei. Moment, also, gucken, wie das heißt hier. Projekt Cast 2. Projekt Cast 2. So, wir werden uns mal hier so ein Mercedes schnappen und fahren den alten Hockenheimring. Ja? Weil das hier hinten, das gibt es ja alles nicht mehr. Das ist ja alles schon weg. Leider. Das war eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ältere Zuschauer von mir, die werden es wahrscheinlich noch kennen, sofern sie Motorsport interessiert sind. Ich werde hier mal so ein bisschen just for fun. Also ich mache jetzt hier kein Rennen oder so. Gucken wir da mal rum. Ich hoffe, das geht alles noch so, wie ich mir das mal eingestellt habe. Start. Ja, go, go, go. Das ist ein altes Mercedes-Modell aus der DTM. Aus der DTM, wo es noch Spaß gemacht hat. Was ich leider vermisse in der Fahrzeugauswahl, ist der Calibra. Den hätte ich natürlich gerne dabei gehabt, aber der ist da nicht drin. Das war eine der schnellsten Strecken in Europa seinerzeit. Ja, ich habe das lange nicht mehr gemacht, aber muss ich schon sagen. Oh. Und die Rückmeldungen hier im Lenkrad bei mir sind gewaltig. So der Heckschleuder, ne? Die bricht dann schon mal aus. Jetzt kommen wir wieder ins Motorraum. Hey, einfach zu schnell. Spielt der Hintern nicht mit. Er will nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt ein bisschen. Boah, was ist das schwer?
Du kriegst die Karre nicht unter Kontrolle, ey. Scheiß Mercedes, habe ich schon immer gesagt. Ich bin doch so schön über den Körb gefahren, das hätte doch eigentlich passen müssen. Ja, einmal im Gras, immer im Gras, ne? Wie gesagt. Das war mal mit die schnellste Rennstrecke Europas, diese hier. Weil ganz früher gab es auch hier die Schikanen nicht. Die waren da auch nicht drin. Da bist du hier wirklich außenrum wirklich mit Vollgas gedonnert. Ne? Und hier drauf ist auch die Formel 1 gefahren. Bis sie dann gesagt haben, oh, das ist alles viel zu gefährlich und bla bla bla. Und weißt du, dann hat man das umgebaut, da hat man ja den hier hinten den großen Teil alles weggenommen. Dann sind sie noch ein paar Mal gefahren und da war Ende. Aber wir fahren jetzt irgendwo in der zwischen der Betonwände rum, in die Städte, weißt du. Die Vollidioten. Also die Formel 1 ist wirklich noch ein Kindergarten geworden, finde ich. Früher, die alte DDM, das war interessant. Die haben sich da die Stoßstangen abgefahren, da wurde nicht rumgemeckert, da wurde weitergemacht. Oder wenn immer einer eine Haube verloren hat, ja mein Gott, da ist doch ohne Haube weitergefahren. Und das war eine Markenvielfalt, ne? Damals der Volker Striezek. Also wer ein bisschen was vom Motorsport kennt, der wird ihn auch den Volker Striezek kennen. Er ist ja bei Opel der Motorsportman. Und beim 24-Stunden-Rennen fährt er eigentlich auch mal mit dem Manta mit. Ah ne, ich wollte da rein. Oh, Entschuldigung. Ja, ist ja nicht mein Auto. Der ist damals in der DTM mit dem Opel Omega mitgefahren. So. Wir gehen zurück. Möchtest du aufgeben? Ja. Ja. Ach, Projektgas 2. Wir gucken nochmal nach einem anderen Auto. Ich hatte doch da noch so was ganz was Schönes. So aus der guten alten Zeit. Damals gefahren worden von Hans Heyer. Da muss ich hin. Da ist er. Gucken wir mal, wie der sich auf der Straße macht. Ja.
Also schneller ist das schon mal auf jeden Fall. Oh, Bremse, 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 nicht. Er liegt auf jeden Fall schon mal besser. Wenn man nicht zu früh zu viel Gas gibt. Das ist ja auch ein Hecktriebler, ne? Darf man nicht vergessen. Und die Reifen sind noch kalt. Dann bleibst du hier, das ist Männchen. Hey. Ja, fast durchgekriegt. Es ist nicht einfach. Weißt du, das Spiel hat mir mein Sohn damals irgendwann mal mitgebracht auf CD. Aber ich glaube, das gibt es auch bei Steam. Zu schnell, zu schnell, zu schnell, zu schnell, zu schnell. Wie die Rundenzeit vom Rennleiter gelöscht. Ist ja doof, der Macker. Außerdem fahre ich nur just for fun. Oh. Blöd, Mann. Nicht aufs Gras. Ah, hat doch nix. Hat doch gepasst. Du darfst einfach nicht zu doll aufs Gas treten, dann haut er dir so im Arsch ab. Ja, wir werden jetzt gleich mal wechseln. Also in dieser Ford, das war auch schon ein geiles Auto.
Merci. Merci, merci. Wir verlassen das jetzt mal. Ja. Dann gucken wir. Guck mal hier, Côte d'Azur, was alle gibt hier. Dubai, Khartoum. Hockenheim. Nein, Quatsch. Da wollte ich gar nicht hin. Brands Hatch, Imola, Le Mans. Ice Track? Nee. Das ist auch alle neu. Da ist so der Grand Prix-Kurs. Das wollte ich nicht. Machen wir in die Nordschleife. Hallo? Ach. Nehmen wir die, ne? Der alte, also hier der, ne? Und Nordschleife, wie sie 24-Stunden-Rennen auch gefahren wird. So. Was nehmen wir denn für. Oh, ich habe eine Idee. Nehmen wir den? Wir nehmen mal den. Lackierung. Was gefällt uns denn? Nee. Kanadier ist nicht schlecht. Nee, wir fahren Original BMW. Auswählen. Haben wir. Auswählen. Dann gucken wir uns mal den Nürburgring an. Der ist natürlich sehr heikel. Ne? Die Nordschleife, ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Also ich bin da letzte Mal drauf gefahren, schlag mich tot, welches Jahr das war. Auf jeden Fall stand da damals die Holztribüne noch, die alte Boxenanlage stand noch. Den Grand Prix-Kurs gab es noch nicht, da war gerade die Rede, dass man den bauen wollte. Und da hatten sie auch alle Angst, dass dann die Nordschleife abgeschafft würde. Das hat man ja Gott sei Dank nicht gemacht. Also, und wie ich das letzte Mal da war am Ring, da gab es diesen BMW M1, der war dann gerade als Erlkönig da. Ne? Den haben die da gerade getestet. Natürlich nicht in der Rennversion, in der Straßenversion, ist klar. Ja, ihr wundert euch vielleicht, dass ich hier so langsam tue, aber ich weiß schon warum. Also der Nürburgring, ich kann euch sagen, der hat es in sich. Ich bin damals, war ich noch jung, mit dem VW Käfer, 50 PS Motor da gewesen. Habe auf dem Ring, inklusive Nordschleife, klar, war ja damals so, zwei Runden gefahren. Und in den zwei Runden habe ich mir auf allen vier Rädern die seitliche Reifenbeschriftung abgefahren. Also wo die Reifenmarke draufsteht, die Reifengröße, das war alles weg. Auf allen vier Rädern. Also ich habe da so manche Kurve nur auf zwei Rädern genommen. Links wie rechts rum. Also. Das war schon krass. Also da bin ich das letzte Mal selber auf den Ring gefahren. Ne? Und ich meine 92 war ich das letzte Mal da. Zum Truck Grand Prix. Da war ich mit Familie da, also mit Frau und Kinder. Also 4 Tage da. War geil. So.
Und nun geht's in die Nordschleife. Hier rum. Und jetzt kommt die Sabine-Schmitz-Kurve. So heißt sie heute. Diese Autos hier, da war ja nichts mit Traktionskontrolle oder, ne, da musstest du doch richtig von Hand schalten. Aber die Nordschleife hat einfach was. Also wenn du jetzt die vollen Kurs fährst, wie ich jetzt hier gerade im Spiel, sind das über 24 Kilometer. Der Rundenrekord liegt irgendwie bei 8 Minuten und bisschen. Zu weit rausgekommen. Scheiße. Also du kannst natürlich, wenn du das hier spielst, auch mit als Training fahren oder Wettbewerb hast du nicht gesehen. Adenauer Forst, jawohl. Ne, müsste ja gewesen sein. Ne, doch. Ja, genau. Wenn ich dann diese Freaks sehe, die Freaks sehe, die das ja auf der Xbox spielen, im E-Sport, das ist unglaublich, wie die da lang nageln. Ne? Oh, ich glaube, meine Zündung stimmt nicht ganz. Er knattert ein bisschen. Oder war der Feuerwerk? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Und das stellt euch jetzt mal vor mit so einer VR-Brille. Aua. Oh, der schöne BMW. Die Kurve geht eigentlich voll.
wollte das Auto doch gar nicht kaputt machen. Karussell. Dann kommt gleich noch der kleine Karussell. Ho, 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 ho. Gott, oh Gott, oh Gott. Das konnte ich auch schon mal besser. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der mal mit seinem Privatwagen dahin fährt und da mal so eine Runde drauf dreht. Kann man ja. Ich weiß allerdings nicht mehr, was es heute kostet. Nehmt euch in Acht. Die Nordschleife ist böse. Die hat so viele Überraschungen für euch parat, das ist ja Wahnsinn. Und so manche Kurve hat da ganz gewaltige Tücken. Selbst darauf ist man ja früher Formel 1 gefahren. Das ist ja dann nicht mehr gemacht worden. Oder beziehungsweise dann hat man ja die Grand Prix-Strecke gebaut. Wegen dem schweren Unfall von Niki Lauda damals, wo er sich das ja überwiegend das Gesicht verbrannt hat. Das war der kleine Karussell. Du kannst die Kiste einfach nicht in Ruhe halten. So. Jetzt sind wir bei Döttinger Höhe und dann kommen wir gleich wieder auf Start und Ziel. Boah, Alter. Das war nicht gut. Naja, gut. Ich sag mal so, ne? Das war mal eine kleine Runde auf der Nordschleife. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Die eine oder andere wird wohl die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Was ist das denn für Vollpfosten? Wie fährt der denn? Selber besser machen, sage ich da nur. Und wie gesagt, ich habe das jetzt schon seit, bestimmt ein Jahr nicht mehr gespielt. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht mache ich nochmal was hier, ne? Mal gucken. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüssi.